sound like it. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es gibt mal wieder ein modernes Haus-Tutorial. Ich muss dazu sagen, das Haus, die Inspiration kommt nicht wirklich von mir, nein, sondern ich habe die ganz witzig aus einem Sims 4 Haus-Tutorial-Video entnommen. Also eigentlich irgendjemand hat das Haus in Sims 4 gebaut und ich fand das Haus mega cool und habe mir das Ganze dann einfach mal hier für Minecraft überlegt, wie man das hier baut. Und das seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Genau, einfach nur, damit ihr nicht sagt, ich habe das geklaut oder sowas, verrate ich einfach mal ganz offen, wo ich das her habe. Aber genau, sonst würde ich einfach mal sagen, wir schauen uns das Haus an. Wie gesagt, ich fand es richtig cool. Das Haus ist modern. Genau, also wir sind hier einmal, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Vorderseite ist. Also ich würde sagen, das ist die Vorderseite, obwohl der Eingang auf der rechten Seite ist. Ihr seht, hier hat man einiges an Fenstern. Hier rechts haben wir einen Balkon. Hier unten ist dann der Eingang, also relativ klein und bescheiden gehalten. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus, dass man hier oben so einen überhängenden Part hat mit ein paar Fenstern. Und dann auf der Seite hier auch nochmal so ein Cardboard und so ein paar Fenster da unten. Und ihr seht auch relativ viel Grünzeug, also sowohl oben auf dem Dach ist ganz viel Grünzeug, dann hier an den Seiten teilweise. Genau, so sieht das ganze Haus aus. Ich würde sagen, ich gehe einfach nochmal kurz rein, um zu zeigen, wie das Ganze von innen aussieht. Und zwar hat man hier so eine Galerie, das finde ich irgendwie auch ganz cool. Und dann hier so eine Treppe, die mitten im Raum einmal hochgeht. Und dann kommt man hier in dieses obere Stockwerk rein, kann hier so runter gucken. Ich weiß, hier fehlt noch so ein bisschen der Boden und Beleuchtung und solche Sachen. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht, weil jetzt geht es wirklich nur um das Haus. Und ich würde einfach mal sagen, genug gequatscht. Und wir fangen an, das Ganze einmal nachzubauen. Die Materialien, die wir brauchen, sind vor allem Quarz und Fichtenholz. Und das in allen möglichen Variationen, das heißt als Zäune, als Stufen und schwarze Glasscheiben habe ich für die Fenster benutzt. Genau, und dann halt noch so ein paar andere Sachen, die ich dann aber auch immer wieder ansage. Oder ihr seht die teilweise hier unten in meiner Leiste schon. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an hier in dieser Ecke, also hier unten an dem Quarz, dass ihr ungefähr wisst, in welche Richtung sich das Haus orientiert. So, genau, und zwar fangen wir an, dort einmal 9 Blöcke aufeinander zu setzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ganz oben gehen wir jetzt nach links raus. Da brauchen wir auch insgesamt 9 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns einmal links daneben und zählen von 2 weiter bis 9. Also weil wir ja einen Block schon haben, dann hätten wir jetzt den zweiten, ne, und dann den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten und den neunten, sodass man hier insgesamt 9 Blöcke hat. Und jetzt an dem ganz äußersten hier drunter ziehen wir das einmal runter bis zum Boden. Und dann haben wir hier einmal diesen großen Bogen, der schon so ein bisschen charakteristisch ist. Und ich würde sagen, weil wir schon dabei sind, können wir direkt anfangen, Fichtenholzbretter zu nehmen und die jetzt einmal hier an der Innenseite, das heißt hier schräg nach innen versetzt, hier ziehen wir einmal eine Linie hin und ziehen das jetzt rechts einmal hoch, bis hier oben an die Ecke ran, hier links auch einmal hoch, genauso bis an diese Ecke, also bis hier hin, und dann ziehen wir das hier einmal rüber, dass sich das hier somit verbindet. Und dann ziehen wir im Prinzip in der Mitte eine Verbindung von unten nach oben und dann quer in der Mitte auch nochmal hier eine Verbindung, so dass man hier jetzt, die zwei müssen hier einmal noch raus und die zwei müssen raus, sorry, das habe ich jetzt ein bisschen falsch gemacht, genau, aber dann passt das so, dass man hier 4 von solchen Fenstern hat, unten einmal Holz, hier eine Zwischenverbindung und hier oben können wir dann schon mal von oben anfangen, hier auch einmal Holz drüber zu ziehen. Und dann sieht das von unten auch wieder vernünftig aus. So, und dann können wir eigentlich schon mal schwarze Glasscheiben nehmen und die hier ganz gemütlich einsetzen. Und dann haben wir hier 4 von solchen gleich großen Fenstern mit schwarzen Glasscheiben. So, dann würde ich sagen, ziehen wir das ganze Ding jetzt einmal nach hinten raus. Und da brauchen wir eine ziemlich lange Strecke und zwar insgesamt 18 Blöcke. Das heißt, wir fangen einmal hier an der Ecke an. Stellen uns hier hinter und zählen ab 2, also wieder ab 2 bis 18. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Dasselbe machen wir an der Ecke auch. Das heißt wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Und dann verbinden wir das hier hinten einmal miteinander. So, dann können wir uns schon mal Fichtenholz nehmen.
und anfangen. Na, wobei, nee, ich lasse es erstmal, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist. Ja, genau, deshalb lasse ich das erstmal. So, nee, wir machen nämlich hier unten weiter. So, wenn wir hier nochmal diese Glasscheiben und sowas haben, also diese Vorderseite, gehen wir hier rechts hin und ziehen hier nochmal ein bisschen Quarz nach hinten weg. Und zwar vier Blöcke, also noch drei weitere. Einen haben wir ja schon, dann einen zweiten, dritten und vierten, also dass wir hier vier Stück insgesamt haben. Und ziehen diese drei jetzt einmal komplett bis nach oben durch. Das heißt, so weit, bis sich das hier oben mit verbindet. Dann haben wir hier so eine abgeschnittene Linie. Und was wir dann machen, ist, dass wir Fichtenholzbretter nehmen und die jetzt einmal hier hinsetzen. Das heißt, hier quer, also von dieser Wand aus hier hin, einmal Holz und zwar sechs Blöcke hoch. Also eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Na, hier nochmal zur Orientierung, hier ist die Vorderseite. Hier sind das dann sechs aufeinander. Rechts daneben nochmal sechs aufeinander, also genauso hoch. Und dann gehen wir ganz oben nochmal zwei nach rechts raus und darunter auch einmal zwei nach rechts raus, dass wir hier im Prinzip so eine Form, so einen Haken oder sowas haben. Ne, wie gesagt, sechs Blöcke hoch, hier oben sind es vier nach rechts raus. Und dann gehen wir hier an den unteren dran und müssen den einmal nach hinten wegziehen. Und zwar insgesamt auf eine Länge von sieben. Sorry, dass es jetzt gerade so ein bisschen kompliziert ist. Vielleicht könnte man das auch einfacher erklären. Aber ich denke, das kriegen wir alle hin. Also hier diesen Block. Einen haben wir schon, dann einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten. Wie gesagt, sieben Blöcke. Und dann gehen wir hier wieder auf die Innenseite. Drei weitere Blöcke. So. Ziehen hier oben nochmal vier Stück drauf. Und hier diese zwei letzten, diese beiden ziehen wir einmal runter auf den Boden. So, falls ihr das nicht ganz mitbekommen habt, einfach nochmal zurückspulen und Schritt für Schritt angucken, was genau wir gemacht haben. Dann sollte man das eigentlich hinkriegen. So, was wir dann noch machen müssen, ist, dass wir jetzt hier auf der Innenseite, ich mache jetzt erstmal einmal so, dass es wieder hell ist. So, genau hier auf der Innenseite, hier kommt nämlich der Balkon hin. Das heißt, hier können wir anfangen, diese Schicht einmal hier noch eins weiter zu ziehen, noch ein zweites und ein drittes weiter zu ziehen. Also, dass man hier so eine Podest hat, wo man drauf gehen kann. Und dann können wir anfangen, von hier die Vorderseite auch einmal komplett zuzumachen. So. Und dann haben wir hier so eine Form, die halt hier so ein bisschen rausguckt. Und hier ganz außen, hier kommt nämlich Glas hin und zwar auch wieder schwarze Glasscheiben, einfach als Geländer für diesen Balkon. Genau, so. Also eigentlich war das gar nicht mal so kompliziert. Vielleicht habe ich es einfach komplizierter erklärt, als es eigentlich ist. Aber ich hoffe, dass ihr das jetzt genauso habt wie ich. Genau. So, machen wir weiter. Jetzt überlege ich gerade, wo wir am besten weitermachen. Ich würde fast sagen, einmal hinten links an der Seite, also hier in dieser Ecke. Und zwar ziehen wir jetzt hier einmal Quarz runter und zwar vier weitere Blöcke Quarz. Also eins, zwei, drei und vier. Vier weitere Quarzblöcke. Dasselbe machen wir an der Ecke auch. Also eins, zwei, drei, vier weitere und verbinden diese jetzt einmal. So. Und machen in der Mitte, das heißt hier nach drei Blöcken Abstand zu jeder Seite, nochmal eine Verbindung aus Quarz. Und nehmen dann schwarze Glasscheiben und setzen die dann hier ein. So und dann hier genauso, dass wir zwei von solchen Glasfenstern hier haben. Genau, wenn wir das gemacht haben, gehen wir unten an diese Ecke hin und ziehen die jetzt Richtung Vorderseite. Also da ist ja so die Vorderseite. Und zwar müssen wir jetzt hier vier weitere Blöcke gehen. Also eins, zwei, drei, vier weitere Quarzblöcke. Und ziehen dann diesen letzten einmal runter auf den Boden, also bis hierhin. Gehen dann unten zwei nach rechts raus, also eins, zwei. Und ziehen diesen rechten dann einmal bis ganz nach oben durch, so. Und den ganzen Bereich, den wir jetzt hier eingerahmt haben, also diesen Bereich, den ich jetzt gerade versuche zu zeigen, da füllen wir jetzt überall Quarzblöcke rein. Das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Genau, was wir jetzt machen, ist, dass wir wieder Holz nehmen, und zwar wieder Fichtenholz, wie auch sonst, und jetzt einmal an dieser Stelle, das heißt hier ist diese Wand, und dann einmal hier an dieser Stelle Holz hinsetzen, und zwar sechs Stück aufeinander, also eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Dann davor noch einmal, also wieder eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs.
Und dann gehen wir hier einmal bei diesem obersten einmal in Richtung Vorderseite und zwar insgesamt 7 Blöcke. Das heißt, einen haben wir schon, dann 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und ziehen den dann runter auf den Boden, also bis hierhin und ziehen das wieder auf die Vorderseite. Und jetzt müssen wir auf jeden zweiten Block hier innen Holz setzen und das einmal von unten nach oben ziehen. Also so. Genau. Ich gucke gerade, ich glaube, das passt. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Und dann kommen hier, glaube ich, schwarze Glasscheiben rein. Einfach mal hier zwischen. Ich weiß nicht, ob es 4 Blöcke hoch sind oder 3, aber das werde ich gleich rausfinden. Soweit erstmal. Und dann gehen wir hier an diese Seite und setzen hier nochmal eine Schicht Holz hin. Dann nehmen wir uns Quarz und fangen an, hier von dieser Quarzsäule aus nach hinten 3 Blöcke zu gehen und das einmal von unten bis ganz nach oben zu ziehen. Das heißt, so lange, bis sich das damit verbindet. Und hier müssen wir jetzt an der Innenseite auch einmal von unten hier drunter Quarz setzen, dann noch einmal Quarz setzen und dann noch eine Schicht Quarz setzen. So bis hierhin, glaube ich, reicht das. Und dann nehmen wir uns einmal Grasblöcke und setzen die jetzt hier ein. So. Was wir dann machen können, ist, dass wir Fichtenholzstufen nehmen und die jetzt einmal hier am Rand noch entlang ziehen. Und hier kommen dann nachher so ein paar, beziehungsweise jetzt können wir da einfach so ein paar Pflanzen reinhauen. So. Wie auch immer, einfach, dass da so ein bisschen Grünzeug wächst. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Cardboard. Und zwar brauchen wir dafür Fichtenholzstufen. Und da fangen wir an, jetzt hier an der 1, 2, dritten Hälfte vom Block, also an diesem Block die Unterseite, dass da drüber genau ein Block frei ist, ne? So, da fangen wir an, jetzt einmal Stufen rauszuziehen, und zwar 6 Blöcke. Also einen haben wir, dann einen zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten. Das machen wir jetzt hier zwischen den Fenstern auch nochmal. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ganz außen verbinden wir das dann einmal jeweils mit Stufen. Nehmen dann Fichtenholzzäune und fangen an, jeweils an der Ecke das einmal runterzuziehen bis auf den Boden. Also so eine Säule. Hier und hier an der Ecke auch. Und dann nochmal auf jeden zweiten Block. Das heißt hier. Und hier nochmal eine Säule. So, und dann wird das Carport von 4 Säulen insgesamt getragen. Und dabei belassen wir das dann hier auf der Seite erstmal. So, dann würde ich sagen, wir kommen einfach mal hier auf diese Seite, weil hier ja auch noch einiges gemacht werden muss. Und zwar können wir erstmal anfangen, Quarzblöcke zu nehmen und diese Ecke einmal Richtung Vorderseite zu ziehen. Und zwar 4 weitere Blöcke. Also 1, 2, 3, 4. Und den vierten ziehen wir dann runter auf den Boden. So. Und hier kommt die Tür rein. Das bedeutet, wir gehen einmal hier auf die Innenseite erstmal und ziehen hier, wo das Holz ist, einmal Quarz davor von unten bis ganz nach oben. So, dasselbe machen wir hier am Holz auch einmal, also hier, wo wir dieses Holz haben, auch einmal Quarz von unten bis ganz nach oben. So, und hier kommt dann, wie gesagt, der Eingang rein. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal Fichtenholztüren und setzen die jetzt hier aber von der Innenseite ein, und zwar eine Doppeltür. Dann nehmen wir uns Quarztreppen und ziehen die jetzt über den Eingang umgedreht rein. Also umgedreht nicht so rum, sondern umgedreht so rum. Und dann nehmen wir uns Quarz und setzen jetzt hier oben nochmal 4 Blöcke rein. Und dann diese 3 Blöcke hier füllen wir dann einmal bis nach oben auf. Und dann bleiben hier noch 3 mal 3 Blöcke frei. Und hier kommen schwarze Glasscheiben rein. Sodass wir hier ein Fenster haben, das genauso groß ist wie das und das. Also dieses Muster setzt sich so ein bisschen fort hier um die Ecke. Genau, so, dann kommen wir hier zur unteren Seite. Und da müssen wir jetzt einmal von hier, von diesem Punkt aus, Quarz rüber zu ziehen bis an diesen Punkt. Das heißt, hier so eine Linie ziehen. Dann darunter nochmal Quarz setzen und hier oben diese ganze Fläche einmal komplett ausfüllen mit Quarzblöcken. Also hier diese Fläche, so, die füllen wir komplett aus, sodass man von unten das hier auch dicht hat. Und dann kommt hier an diesem Bogen, den wir haben, genau in der Mitte einmal auch eine Quarzverbindung von
oben nach unten. Hier unten können wir dann Gras rausreißen und Quarz reinsetzen und dann auch hier Fenster reinballern. Und zwar wieder 3x3 große Fenster aus schwarzen Glasscheiben. So, dann haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier direkt mal diese Säulen rein. Das heißt, hier von der Ecke aus nehmen wir wieder Fichtenholzzäune und ziehen die einmal runter bis auf den Boden. Also die Ecke, hier an der Ecke und dann hier in der Mitte. Also hier seht ihr jetzt die Mitte hier dann auch nochmal, sodass dieser ganze Komplex hier von drei Säulen getragen wird. Genau so, dann haben wir die Rückseite soweit auch fertig. Dann fehlt noch hier der Eingangsbereich und da können wir einmal anfangen, Quarzstufen zu nehmen und die, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier im Inneren des Hauses, hier seht ihr noch diese Holzverkleidung, die machen wir zu mit Quarz, das heißt hier und hier kommt Quarz hin. Dann kommt hier oben nochmal eine Schicht Quarz rein und die Fenster sind ein bisschen zu groß, das hätte ich mir schon fast gedacht. Und zwar kommt der oberste jeweils raus und da kommt Holz rein und dann kommt hier drunter auch nochmal Holz, damit das da vernünftig aussieht. Genau, so. Dann nehmen wir uns einmal Quarzblöcke und fangen an hier noch eine Schicht Quarz zu ziehen, noch eine zweite Schicht und eine dritte Schicht Quarz, sodass das hier sozusagen mit diesen Kanten aufhört. Und dann auf der rechten Seite ziehen wir dann noch drei Blöcke hier Quarz weiter raus. Und zwar bis auf die Vorderseite, also bis hierhin. Und hier kommt dann diese Galerie hin, von der ich vorhin gesprochen hatte. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade alles richtig mache. So, und hier kommt dann auch nochmal eine Schicht von Quarz rein. Und hier können wir nochmal eine Schicht rausreißen. Die war nämlich zu viel. Genau, so. Und jetzt hier ganz rechts kommen nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke Quarz hin. So, ich glaube, jetzt müsste es passen. Okay, hier kommt auf jeden Fall in diese Lücke, die wir hier noch haben, kommen jetzt auch Glasscheiben. Ihr merkt, ich bin jetzt selber gerade so ein bisschen am gucken, dass ich alles richtig mache. Genau, aber hier kommen einmal Glasscheiben so außen entlang. Und dann hier rechts nochmal zwei und links hier nochmal zwei. Und die Mitte habe ich offen gelassen. Das soll so eine Art Schiebetür hier symbolisieren. Genau, und hier kann man dann auch einmal Glas entlang ziehen, dass man hier nicht runterfällt. Und dann kommt hier die Treppe rein. Und zwar habe ich diesen Block einmal hier rausgerissen und da eine Treppe hingesetzt. Einen Block hier drunter und dann hier eine Treppe. Nee, hier. Hä, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. So, ich glaube, da ein Block hin, dann hier eine Treppe dran. So, und jetzt geht es schrittweise hier runter. Das heißt, immer eine umgedrehte Treppe dran und dann eine gerade Treppe, bis man dann hier unten ankommt. So, genau, und dann hier einmal die Treppe hat, die von oben bis nach unten hier geht. So, genau, perfekt. Dann haben wir das einmal geschafft. Und was dann noch fehlt, ist das Dach, wie wir sehen. Und dafür, hier vorne haben wir ja schon diese Holzlinie. Da setzen wir jetzt überall noch einen Block Holz drauf. Ziehen den jetzt außen entlang. Hier komplett einmal drum bis hierhin. Dann hier wieder rüber auf diese Ecke. Und dann hier wieder nach vorne, bis sich das hier mit verbindet. Dann kommt da überall nochmal eine Stufe drauf, eine Holzstufe. So. Und was wir dann machen, ist, dass wir Grasblöcke nehmen und die jetzt hier einmal komplett reinziehen, über die ganze Fläche verteilt. Und wie gesagt, hier oben auf dem Dach hat man dann so ein bisschen Grünzeug, das heißt, da wachsen einfach so ein paar Pflanzen. Und deshalb müssen wir da jetzt erstmal Gras hinziehen, damit wir die Pflanzen gleich da drauf kriegen. Genau, soweit erstmal. Und dann habe ich noch Fichtenholzstufen genommen und außen jeweils nach zwei Blöcken dann nochmal so eine Verbindung aus Holz gemacht. Also hier auf der Seite und auf der Seite auch. Einfach um nochmal so eine kleine Musterung da reinzukriegen. Und dann an den äußeren beiden habe ich Laub reingebracht. Ich nehme einfach mal Tropenlaub. Also hier an diesen abgetrennten Bereichen sozusagen. Also hier und hier kommt Laub rein. Und in die Mitte einfach mit Knochenmehl zuballern und so ein paar Gräser verlängern.
so dass da einfach so ein bisschen Grünzeug oben wächst. Genau, so. Dann hoffe ich jetzt oder glaube, dass ich jetzt alles soweit fertig habe. Ich gucke nochmal, sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Das heißt, dann sind wir soweit fertig mit dem Haus. Natürlich fehlt dann noch so ein bisschen was an Außeneinrichtung, Dekoration, in der Boden muss noch gemacht werden und so weiter. Aber das überlasse ich einfach mal euch und eurer Kreativität. Ich würde an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video und das Haus gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr das Haus auch auf meiner Website runterladen, genauso wie ganz viele anderen Design-Sachen und sowas, die ihr da findet. Genau, Leute, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann, haut rein, meine Freunde, ciao, ciao.